willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Euro 2020 Stickertütchen Unboxing auf meinem Kanal. Kein normales, sondern wir sind heute auf der Suche nach Shiny Stickern. Ich habe richtig Bock auf dieses Video auf der Suche nach Shiny Stickern. Ich habe 20 Tütchen am Start und ihr seid heute gefragt, Jungs. Schreibt mir Vorschläge. Auf der Suche nach Mbappé, auf der Suche nach Deutschlandstickern, auf der Suche nach das und das. Wir können dieses Format ja unbeliebig oft machen, sage ich mal. Und natürlich, irgendwann werden wir schon alles dann gehabt haben, sage ich mal. Aber es ist theoretisch möglich, dass wir sehr, sehr viele Vorschläge auch von euch dran nehmen können. 20 Tütchen sind am Start und es ist heute Freitag, deswegen werde ich hier jetzt die Gewinner einblenden. Hier der erste Gewinner und der zweite Gewinner. Ich hatte ja letzte Woche zwei Gewinnspiele gemacht zu den Europameisterschaftsstickern. Und deswegen sind die Gewinner jetzt hier eingeblendet. GG an euch, an alle, die nicht gewonnen haben. Bitte lasst den Kopf nicht hängen. Es wird natürlich weitere Gewinnspiele hier auf meinem Kanal geben. An die beiden Gewinner, bitte kommentiert mit eurem YouTube-Kanal, mit dem ihr auch hier gewonnen habt. Bitte kommentiert unten in den Kommentaren mit diesem Kanal oder mit diesem Account euren Instagram-Namen, dass ich euch auf Instagram anschreiben kann und dann, dass ihr mir eure Adresse zuschicken könnt und dann bekommt ihr diese Stickertüten zeitnah zugeschickt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ihr bekommt es auf jeden Fall. Das ist klar, 20 Stickertütchen. Ich habe Bock drauf, Jungs. Und wenn ihr Bock habt, diese Sticker-Serie auch zu sammeln, könnt ihr sehr gerne unten in der Videobeschreibung den Panini Online-Shop auschecken. Und da führt ihr, ja, dann kommt ihr halt direkt zu der Sticker-Serie und könnt ein bisschen Geld sparen und ja, könnt euch die ganze Sticker-Serie ganz easy peasy nach Hause bestellen. 20 Stickertütchen, ich sag, wir ziehen 3 Shiny Sticker. Ich sag, wir ziehen 3. Die Shiny Sticker sind selten. Die Shiny Sticker sind echt selten. Varane und Kanté. Und der N'Golo Kanté ist wohl der sympathischste Fußballer aller Zeiten. No joke. Kanté ist ein sehr, sehr geiler Fußballer und auch ein, ja, wirklich absolut sympathisches Kerlchen. Gündogan und Kai Havertz, auch ein geiler Sticker. Connor Cody aus England. Jurek Kutschka und Kimbembe aus Frankreich. Erstes Pack, kein Shiny, aber schon zwei Deutsche hier. Emre Can, Joe Rodon. Shiny Sticker wird man auch direkt am Leuchten erkennen. Attila Jolai. Huch, ist das Piontek? Oh ne, ist Bednarek. Jan Bednarek von Polen und Ondrajek Tschechien. Oh, ne, da glitzert auch, glaube ich, nichts. Da glitzert, glaube ich, auch nichts. Schweden. Olsen und Augustinsson, Mason Mount und Declan Rice, geiler Sticker mit zwei sehr, sehr, sehr geilen Youngstars. Alexander Schlager, John McGinn und Matthias Jensen. Niederlande, Jubelsticker. Schlager, Sabitzer, Schmeichel aus Dänemark, Bakayev und Erik Garcia. Spanien. Ey, was los hier? Was los? Ich habe 20 Tüten blöd raussortiert aus dem Display oder was? Aus dieser Displaybox habe ich 20 Sticker-Tütchen rausgezogen. Einfach nur 20 am Stück. Slowakei Jubelsticker. Bale und Moore. James Mowell. Subkov und ganz hinten Krymenciek von Tschechien. Oh. Ich habe gedacht, hier Manuel Neuer. Das Trikot sieht immer aus wie das Torwart-Trikot von Manuel Neuer, finde ich. Lukas Hernandez. Karaman und Gilmatz, Rusnak Bosniak, dann haben wir Hürsowski und Krzysztof aus der Ukraine. Nächstes Pack. Ionov und Kuzjajew, Ruben Dias, Bernardo Silva. Wo ist er hinten? Ah, oh, nee, ist es nicht. Den ich dachte, Karatin. Larsson und Musa Sissoko. Wie viele Tütchen haben wir jetzt geöffnet? 6 oder 7 und noch keinen Shiny Sticker. Ich hab's gesagt, Jungs. Ich hab nur 3 getippt. Wahrscheinlich erreichen wir nicht mal die 3 Shiny Sticker hier. Zadka, Bonucci, Unai Simon und Koralski aus Polen. Finnland Jubelsticker. Dann Dominik Szoboszlai und Holländer. Susek Wytra. Valnaldum und Umut Meras. Wieder keiner am Start. Jetzt zähle ich durch, Jungs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir sind... Das ist jetzt das Pack für die Halbzeit. Das ist das Pack für die Halbzeit. Und da ist auch der erste. Da ist auch der erste Sticker. Das ist direkt das Türkei-Logo. Sehr, 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 sehr geil. Ich schiebe die mal hier noch kurz nach links. Weil die Shiny-Sticker legen wir natürlich hier schön einzeln hin. Logo der Türkei. Højbjerg Eriksen.
Tschirkov, Joel Feldmann und Stuart Armstrong aus Schottland. Dann weiter geht's mit Larsen, Tufan, Olsson, Wütera und Lukas Herdetzky. Lukas Herdetzky. Glitzy, 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 shiny, miny, shiny, miny. Polen, shiny Sticker. Sehr geil. Zweiter shiny Sticker hier am Start. Dann haben wir Nicholas, Memphis Depay und Pontus Jansson. Oh, jetzt haben wir einen Lauf, jetzt haben wir einen Lauf. Steven Zuber, das Wales-Logo. Bam, jetzt habe ich drei. Jetzt habe ich genau so viele, wie ich am Anfang geschätzt habe. Andrew Robertson, dann haben wir noch Miranchuk und Breel Embolo. Aus der Schweiz. Grüße gehen raus an. Jetzt vergesse ich den Namen. Das kann nicht sein, jetzt vergesse ich den Namen. Breel Embolo, das ist der Lieblingsspieler von Henrik Schuster. Jetzt habe ich es. Henrik Schuster, Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, dass du das Video siehst hier. Markus Berg, Dumfries, das Portugal-Logo. Das Portugal-Logo Nummer 4. Wir haben jetzt schon einen mehr, als ich geschätzt hatte. O'Donnell und Zinchenko. Der sieht auch noch richtig jung aus. Der ist 96 geboren. Der ist genau in diesem Jahr geboren, wo ich geboren worden bin. Ich bin auch 96er. 96, ja. Florenzi, Valiant, Hennessey, Toivio und Victor Claesson. Eklig. Und das Maskottchen. Fünfter Shiny Sticker. Fünfter Shiny Sticker. Kaderabek, Insigne und London Dykes. Vier Tütchen haben wir noch. Theoretisch könnte man noch auf 10 oder so kommen. Aber man kann ja auch in einem Pack mal ein bisschen mehr Glück haben. Was geht denn ab hier? Da fällt mir alles aus der Hand. Schweden-Logo. Sechster Shiny Sticker. Sechster Shiny Sticker. Gilmaz und Mbappé. Oh mein Gott, und ich drücke Mbappé kaputt. Ich mache Mbappé kaputt. Ich mache einfach eine dicke Falte, weil ich gefettfingert habe mit Mbappé kaputt. Guckt euch das an. Einfach eine dicke Falte reingemacht. Das war's wirklich komplett. RIP. RIP. Ich möchte mindestens 100 Mal unten in den Kommentaren RIP lesen. Okay, Leute, diesen Mbappé-Sticker klebe ich in mein privates Album ein. Ich werde ja auf jeden Fall noch ein privates Album haben. Und dieser Mbappé-Sticker wird in mein privates Album eingeklebt, weil der ist jetzt eh schon lost. Ja? Also gerade solche Mbappé-Sticker muss man mit Samthandschuhen eigentlich anfassen. Und ich fettfinger einfach. Und genau in diesem Pack, wo ich fettfinger, ist Mbappé drin. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Es ist der nächste Shiny-Sticker natürlich. Sehr, sehr geil. Siebter Shiny-Sticker hier. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Carrasco, Zuba und Verratti. Und ich musste hier schon kurz... Ja, Mbappé verdecken, weil das schmerzt, Leute. Das schmerzt wirklich tief in meinem Herzen. Das schmerzt tief in meinem Herzen. De Ligt, Bay Tulay und Pervran. Ne, Pervan. Nicht Pervran, sondern Pervan aus Österreich. Letztes Pack. Und es kommt wahrscheinlich kein Shiny Sticker mehr, weil ansonsten hätte ich es schon glitzern sehen. Schüler und Andrea Bellotti. Aber ey, Leute, auf der Suche nach Shiny Sticker, wir haben Shiny Sticker gefunden und ja, vier mehr als ich gedacht habe. Sieben Shiny Sticker. Türkei-Logo, Polen-Logo, Wales-Logo, Portugal-Logo, Schweden-Logo, Ukraine-Logo und das Maskottchen. Sehr, sehr, sehr geil. Und Mbappé haben wir auch. Da ist er. Aber Mbappé hat leider einen Genickbruch. Bitter. Egal, Jungs. Trotzdem geiles Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und Tschüssikowski.